Bei der Formula Student treffen sich jedes Jahr die Automobilingenieure von morgen. Über 100 Teams internationaler Universitäten treten hier gegeneinander an. Unterstützt wird der Wettbewerb unter anderem von Volkswagen PKW. Stefan Gies, Leiter der VW Fahrwerksentwicklung, ist beeindruckt, was die Studenten innerhalb eines knappen Jahres auf die Beine stellen. Wir sehen Spitzenteams, die sehr, sehr professionell unterwegs sind, deren Technologie auch schon teilweise High-End ist, wo man sich fragt, wie geht das alles noch? Also das ist faszinierend. Aber es gibt auch Teams, die eben mit Basics ankommen und, ich sag mal, trotzdem ihr Auto zum Laufen bringen. Und auch da ist es faszinierend, wie sich die einzelnen Teammitglieder auskennen mit dem, was sie ins Auto eingebaut haben. Und sie bringen das Auto irgendwie zum Laufen. Und es gibt eben ein Spektrum, das geht von ganz oben bis ganz unten. Aber am Ende des Tages, glaube ich, spielt die Rolle, dass sie alle zusammenkommen auch. Zahlreiche Juroren aus der Industrie bewerten die technische Umsetzung bei den Fahrzeugen nicht nur funktionell, sondern auch in ihrer Sinnhaftigkeit. Außerdem gilt es, sich in mehreren dynamischen Tests gegenüber der Konkurrenz zu behaupten. Aber gewinnen ist nicht alles. Es ist natürlich schon ein erstrebenswertes Ziel, dann auch am Ende der Saison Erfolge zu feiern und natürlich auch für die Motivation im Team sehr wichtig, dass man wieder mit Enthusiasmus in die nächste Saison startet. Aber was ich bei der Formula Student ganz toll finde, ist dieses gesamte Formula Student Feeling auf den Events. Man hat einen Formula Student Spirit, man redet mit anderen Teams, man kann sich viel über die technischen Lösungen austauschen. Man kann, was ich besonders toll finde, wenn man Probleme hat, zu jedem anderen Team hingehen, einem wird direkt geholfen. Noch mehr Know-how kommt von den Partnerunternehmen. Volkswagen unterstützt zusätzlich zum Gesamtengagement mehrere Teams auf verschiedenen Ebenen. Auf Erfolgen ausruhen kommt für die Teams nicht in Frage. Gleich nach der Formula Student 2016 machen sie sich an die Entwicklungsarbeit für die Formula Student 2017. Dann wird es neben der Verbrenner- und Elektromotorenkategorie noch eine Wertung für autonom fahrende Fahrzeuge geben.